Und jetzt beginnt Abschnitt 16. Zeigst du uns jetzt das Video? Moment, Moment. Ihr wisst alle, was ich hier habe? Eier natürlich. Warum? Sollen wir jetzt Eier essen? Esst ihr alle gern Eier? Ich esse gerne Eier. Und du, Hassan? Ich auch. Und woher kommen die Eier? Na, vom Supermarkt. Und wie kommen die Eier in den Supermarkt? Das ist ja wie in der Schule. Petra ist die Lehrerin und wir sind die Schüler. Also, wie kommen die Eier in den Supermarkt? Hassan? Von Hühnern natürlich. Die Hühner legen die Eier und dann transportiert man die Eier in den Supermarkt. Sehr gut, Hassan. Und wo sind die Hühner? Angelika? Auf einem Bauernhof. Dort laufen sie rum, machen Gack, 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 fressen und legen Eier. Glaubst du das auch, Christian? Naja, es ist nicht immer so. Ich glaube, manchmal sind die Hühner in großen Hallen. Die Hühner sitzen in Käfigen. Eng, sehr eng. Hier seht ihr einen Schuhkarton. So viel Platz hat ein Huhn. 20 mal 25 Zentimeter. Nicht mehr. Das geht ja nicht. Oh ja, das geht. So, und jetzt wollen wir das Video sehen. Viele Millionen Hühner in Deutschland haben so ein Leben. Käfig auf Käfig. Die Hühner sehen nie die Sonne, können nie laufen, können nie gehen. Sie leben in Hallen. Das ist eine Industrie. Das ist kein Leben. Und deshalb sind unsere Eier so billig. So, genug. Ihr habt das Wichtigste gesehen. Ach, die Hühner tun mir leid. Da will man ja keine Eier mehr essen. So wenig Platz hat ein Huhn? Unglaublich. Aber so ist es. Ich finde, das sollte man wissen, wenn man Eier isst. Was kann man dagegen machen? Alle Leute kaufen ja billige Eier. Vielleicht kann man etwas machen. Aber zuerst sollten wir sehen, ob es eine Alternative gibt. Öko-Eier. Wir wollten doch eine Radtour machen. Florian kennt einen Bauernhof, wo die Leute Hühner haben. Wer ist Florian? Ein Junge? Nein, das ist Julias Freund. Er hat einen Bioladen. Ein Bioladen? Was ist das? Florian verkauft natürliche Lebensmittel. Biologisch richtig, ohne Chemie. Ja, wir können zu diesem Bauernhof fahren und uns informieren. Vielleicht können wir ja auch selbst etwas machen. Was sagst du, Christian? Gute Idee. Lass uns zum Bauernhof fahren. Du kommst doch mit, Hassan. Klar, wir können schon morgen fahren. Morgen mit dem Rad aufs Land? Echt super. Petra, mach die Tür auf. Da sind sie. Ich habe das Auto gehört. Immer mit der Ruhe, Mutti. Hallo. Ah, das ist also John. Willkommen bei uns in Berlin. Wie war der Flug? Guten Tag, Frau Schulz. Guten Tag, Petra. Der Flug war gut. Du sprichst sehr gut Deutsch. Nein, nicht gut. Ich muss viel lernen. Johns Vater kommt aus Deutschland, aus Hamburg. Ja, er ist ein Hamburger. Ich stelle das Auto in die Garage. Ihr könnt John schon das Haus zeigen. Verstehst du alles, was wir sagen? Ja, ich verstehe, aber bitte sprechen Sie nicht so schnell. Jetzt zeige ich dir dein Zimmer. Zuerst brauche ich das, das Badezimmer? Das Badezimmer. Hier ist das Badezimmer mit Toilette. Danke. John hat gesagt, wir sollen nicht Englisch mit ihm sprechen. Dann lernt er kein Deutsch. Das hat sein Vater gesagt. Das ist kein Problem. Mein Englisch ist nicht so gut. Petra, kannst du Johns Koffer in sein Zimmer tragen? Immer ich. Können wir John nicht zuerst das Haus zeigen? Entschuldigung, welchen kann ich nehmen? Handtuch? Handtuch. Handtuch. Ja, welches Handtuch kann ich nehmen? Das hast du super gesagt. Handtuch. Tanja, du solltest doch ein Handtuch für John ins Badezimmer hängen. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann hol ein frisches Handtuch für John. Ja, ja. Zuerst zeige ich dir dein Zimmer. Petra kann das Handtuch holen.
Hoffentlich kannst du hier gut schlafen, John. Tanja und Petra müssen morgen früh aufstehen. Sie gehen ja in die Schule. Ich wollte morgen zu Hause bleiben und John alles zeigen. Du gehst in die Schule. Keine Diskussion. John muss richtig schlafen. In Amerika ist es jetzt schon Nacht. Mutti, in Amerika ist es jetzt erst gegen 10 Uhr am Morgen. Das ist egal. John muss sehr müde sein. Aber ich bin nicht müde. Alles ist so neu. Hast du Geschwister, John? Ja, ich habe eine kleine Schwester. Genau wie ich. Du hast eine sehr nette Schwester. Wenn du sie besser kennst, sagst du das nicht mehr. John, ein paar Freunde und ich machen morgen eine Radtour. Kommst du mit? Radfahren? Gern, aber... Das geht nicht. Morgen Abend wird John mit mir ins Kino gehen. Ich habe ihn eingeladen. Na dann vielleicht ein anderes Mal? Wir werden ja sehen. Schluss jetzt. Du hast sicher Hunger, John. Jetzt gibt's Abendessen. Und dann musst du deine Eltern anrufen.